willkommen zu einem neuen Beitrag. Ouija Board, Hexenbrett, Witchboard, Alphabet. All das sind Namen für ein kleines rechteckiges Brett, auf dem sich Buchstaben, Zahlen und gelegentlich Worte befinden. Aber um dieses einfache Brett, da ranken sich halt sehr viele mysteriöse und unheimliche Geschichten. Woher der heute gebräuchlichste Begriff Ouija für dieses Brett kommt, das lässt sich nicht mehr so genau sagen. Vermutlich ist es eine Wortkombination aus dem französischen Oui und dem deutschen Ja. Aber das ist auch nur eine Vermutung. Wirklich wissen tut man es nicht. Manche Menschen, die glauben, dass das Ouija-Board ein uraltes Handwerkszeug wäre, um mit Geistern Kontakt aufzunehmen, mehrere Jahrhunderte alt, aber das ist so nicht richtig. Das Ouija-Board, das wurde im Jahre 1891 von dem Amerikaner Elijah Jefferson Bond patentiert. Aber sein Zweck, der bestand von Anfang an darin, über dieses Board mit Geistwesen oder Dämonen Kontakt aufnehmen zu können. Viele Menschen damals, die waren der Meinung, dass man Geister nicht hören und nicht sehen kann, aber dass Geister Dinge bewegen können. Es gab zahlreiche Geschichten, in denen Gegenstände sich fliegend, schwebend durch Wohnungen bewegten und die Ursache dafür, das waren für die damaligen Menschen halt Geister. Geister, die uns Lebenden vielleicht etwas mitteilen wollten, was sie aber nicht konnten. Und so hatte Bond die Idee, ein Board zu entwerfen, bestehend aus einem rechteckigen Brett, mit Buchstaben, Zahlen, gelegentlich Worten wie Ich bin weg und Ja und Nein und mit einem Zeiger, mit dem die Geister Buchstaben anzeigen konnten. Bond, der Privatmann war, der schaffte es nicht, sein Ouija-Board so bekannt zu machen, dass er damit hätte Geld verdienen können. Und nur ein Jahr später verkaufte er seine Erfindung an einen gewissen William Ford. Und der änderte dieses Brett leicht ab und meldete ein neues Patent darauf an. Und Ford, der machte Millionen und wurde richtig reich mit diesem Brett. Er gründete sogar eine Firma, die sich nur diesem Ouija-Board widmete und die hieß Baltimore Talking Board Company. Sein Vermögen, das wuchs und wuchs und Ford wurde ein schwerreicher Mann. 1927, da verstarb er und seine Erben übernahmen das Unternehmen und verkauften 1966 überraschend das Patent für das Ouija-Board an die Firma Parker. Parker wurde dann irgendwann einmal an die Firma Tonka verkauft und die Firma Tonka wiederum, die wurde 1991 von der Firma Hasbro gekauft. Und Hasbro ist heute im Besitz des Patents für die Ouija Boards. Und diese werden dort auch noch hergestellt und verkauft, allerdings werden sie nicht mehr beworben. Damals, als die Erben von Ford das Patent des Ouija Boards an die Firma Parker verkauft hatten, da fragten sich viele, warum eigentlich, denn dieses Board hat der Firma Millionen eingebracht. Kenner des Ouija-Boards, die sich mit seiner Geschichte befasst haben, intensiv befasst haben, die sind der Meinung, dass die Fords schon gemerkt haben, da kommen seltsame Geschichten ans Tageslicht über dieses Ouija-Board. Und da sie das Board damals als Spiel für Erwachsene verkauft hatten, gingen sie wahrscheinlich davon aus, dass sie es so nicht mehr lange verkaufen können. Und sie sollten Recht behalten, denn diese ganzen unheimlichen und mystischen Geschichten, die sich um das Ouija-Board gebildet hatten, die nahmen immer mehr zu. Und heute weiß man, dass es merkwürdige Berichte im Zusammenhang mit diesem Ouija-Board schon kurz nach seiner Erfindung gab. Sie wurden nur nicht so bekannt. Einige Parapsychologen, die sind sogar der Meinung, dass mit der Übernahme des Patents durch Ford irgendetwas nicht stimmt. Das abgeänderte Patent, was er angemeldet hatte, das war nur wenig anders als die ursprüngliche Version von Bond. Es gibt eine Theorie, die sagt, dass Ford, als er dieses Patent gekauft hat, in einer Nacht mit diesem Ouija-Board spielte und dabei Kontakte bekam, die ihm dabei halfen, sehr reich zu werden. Und als Gegenleistung sollte Ford dieses Ouija-Board in der Welt verteilen. Denn wer mit diesem Brett spielt, der soll angeblich Türen öffnen, die er besser geschlossen gehalten hätte. Und was durch diese Türen käme,
Das wäre dämonisch. Und alleine würde man es nicht mehr los. Aber kann es sein, dass ein für Erwachsene erdachtes Spielzeug solche Mächte wecken kann? Oder steckt da vielleicht sogar etwas ganz anderes dahinter? Diese Ouija-Board-Forscher, ich nenne sie jetzt einfach mal Forscher, die sehen da gewisse Hinweise und die haben auch mit dem Grabstein von William Fort zu tun. Schauen wir uns zunächst aber einmal den Grabstein von Bond an. Elijah Jefferson Bond, der war Erfinder, das war kein besonders reicher Mann, der war nicht arm, er hatte sein Auskommen, aber er hatte sich aufgrund dieser Berichte, die ich am Anfang erwähnte, gefragt, wie kann man diese Kräfte, die dort anscheinend Dinge durch einen Raum schweben lassen, wie kann man die sichtbar machen und wer steckt dahinter und wer möchte uns da vielleicht etwas mitteilen? Und so kam er auf die Idee, dieses Ouija-Board zu erfinden. Und auf der Rückseite von seinem Grabstein, da wird das dann auch nochmal deutlich. Da befindet sich nämlich so ein Ouija-Board drauf und da kann man dann nachts gleich mal eine kleine Sitzung auf dem Friedhof abhalten. Der Grabstein von William Fold, der ist da eher nicht mehr so witzig für einige. Ich denke, dass ich über dieses Zeichen da oben nicht mehr allzu viel erklären muss. William Fold war Freimaurer. Und da gibt es jetzt eine Theorie, bei der man etwas beachten muss. Ihr wisst, dass ich meine Filme so gestaltet, dass ich nichts behaupte, dass es wahr wäre, außer wenn es geschichtliche Fakten sind, so wie der Verkauf der Ouija-Boards und so weiter. Aber wenn es um irgendetwas geht, was nicht wirklich 100% bewiesen ist, dann werde ich da auch nicht sagen, das ist wahr. Bei dem Folgenden, was ich jetzt erzähle, muss ich aber nochmal extra betonen, ich behaupte hiermit nicht, dass das wahr ist, was ich erzähle. Und warum ich das betone, ich habe in einem US-Forum, wo diese ganze Thematik hier einmal besprochen wurde, gelesen, dass die Firma Hasbro extrem pickelig wird. Wenn man behauptet, diese Geschichte wird wahr, dann kriegen die Plack. Und dann soll es so sein, dass sie demjenigen, der diese Geschichte verbreitet und behauptet, das ist definitiv wahr, dass sie dem richtig Ärger machen und das möchte ich ja nicht. Ob das nun überhaupt auch stimmt, ist wieder eine andere Frage. Ihr wisst ja, es ist immer etwas kompliziert in solchen Foren, aber sicherheitshalber betone ich jetzt noch einmal, dass nun Folgende ist eine Theorie und keine bewiesene Tatsache. Fold hatte ja schon bevor er das Patent für die Ouija Boards bekam, eine Spielzeugfirma und die soll mehr schlecht als recht gelaufen sein. Aber Fold, der bewegte sich auch in Freimaurerkreisen. Und Fold soll sich auch für über natürliche Dinge, paranormale Phänomene interessiert haben. Und er soll Bond, den Erfinder und ursprünglichen Patenthalter des Ouija-Boards, schon vorher gekannt haben. Und nun soll es so sein, Betonung liegt auf soll so sein, dass Fold Bond den Auftrag gegeben hat, sich Gedanken darüber zu machen, wie man mit den Geister mit den Mächten des Jenseits oder Dämonen Kontakt aufnehmen könnte. Und Bond, der ja Erfinder war, der hatte sich dann so seine Gedanken gemacht und kam dann, wie ich schon erzählte, auf dieses Ouija-Board. Auffällig bei dieser ganzen Sache ist die Tatsache, dass Bond seine Erfindung schon nach einem Jahr an Ford abgab. Wie gesagt, finanziell war Bond abgesichert. Das war so kein armer Mann, kein reicher Mann, ein ganz normaler Durchschnittsmensch, ein Erfinder. Es war also nicht so, dass er an der Erfindung verarmt war oder an diesem Patent verarmen würde. Und es stellt sich die Frage, warum hat Bond das gesamte Patent an Fold abgetreten und nicht einfach nur die Produktions- und Vertriebsrechte und sich dann am Umsatz beteiligen lassen? So war es damals üblich und so ist es größtenteils auch heute noch üblich, wenn jemand eine Erfindung macht. Und es gibt bis heute nicht einen einzigen Beleg dafür, dass Bond jemals versucht hätte, dieses Ouija-Board in Produktion zu bringen oder selber zu verkaufen. Es ist so, als hätte er diese Erfindung gemacht und das Ganze dann in eine Schublade gelegt. Erst nachdem Fold sein Patent gekauft und dann etwas umgeändert und neu hat patentieren lassen, da quollen die Läden plötzlich über mit diesen Ouija-Boards. Hier ist mal so ein Foto
aus den ersten Tagen, als diese Ouija Boards auf den Markt kamen, da waren die Schaufenster voll mit diesen Dingern, denn die wurden zu Tausenden ausgeliefert. Und so kursiert dann diese Geschichte, dass Fold Bond beauftragt hat, ihm ein Gerät zu schaffen, ein Mittel zu schaffen, mit dem er Kontakt zu einer dämonischen oder einer Welt der bösen Geister aufnehmen kann. Und als das funktioniert hat, mit Hilfe dieses Boards, da soll Fold dann einen Pakt mit Dämonen und Geistern geschlossen haben. Fold bekam großen irdischen Reichtum und die Dämonen konnten über die Funktion dieses Brettes leichter in unsere Welt vordringen. Fold, der wurde praktisch über Nacht extrem reich mit diesem Brett. Und seit dieses Brett dann verteilt war, da tauchten dann immer wieder diese Geschichten auf von Menschen, die, seit sie dieses Brett benutzt haben, von Dämonen oder Geistern verfolgt werden oder die, während sie dieses Brett benutzten, von Geistern angegriffen wurden und alles solche Geschichten. All das passt natürlich wunderbar zusammen. Nur, ob es wirklich so ist, das weiß man nicht. Es gibt Menschen, die behaupten, das ist definitiv so gewesen und es gäbe entsprechende Beweise. Andere wiederum, die sagen, das ist eine nette Geschichte, das ist aber alles totaler Unsinn. Was heute zunächst einmal bleibt, das sind diese Geschichten, die im Zusammenhang mit diesem Ouija-Board existieren. Es gibt Geschichten über dieses Ouija-Board, die sind derart gestaltet, dass man eigentlich dran fühlen kann. Das sind Geschichten, die sich irgendwelche pubertierenden Teenies ausgedacht haben, die mit dem Brett ein bisschen herumgespielt haben. Aber es gibt halt immer diese eine unter 100 Geschichten, da sollte man etwas genauer hinsehen, denn da ist wirklich Merkwürdiges passiert und das lässt sich dann auch so einigermaßen belegen. Ein paar dieser Geschichten, die habe ich gesammelt. Wenn ihr mögt, kann ich darüber mal ein Video machen und diese Geschichten zusammenfassen, aber da möchte ich erst einmal hören, ob das überhaupt für euch von Interesse ist. Das könnt ihr dann einmal in die Kommentare schreiben, ihr wisst ja wo. Ja, liebe Kanalbande, jetzt ist die große Frage, was haltet ihr von dieser Geschichte hier? Haltet ihr es für möglich, dass William Fold und seine Freimaurerloge jemanden in Auftrag gegeben haben, etwas zu suchen, etwas zu erfinden, mit dem sie Kontakt in die Welt der Dämonen und Geister aufnehmen können? Haben sie dafür von den Dämonen und Geistern irdischen Reichtum erhalten und als Gegenleistung haben sie dieses Tor in diese Welt dann rund um die Welt verteilt? Und deshalb gibt es auch diese ganzen erschreckenden Geschichten über dieses Ouija-Board. Oder denkt ihr, das Ganze ist einfach nur eine nette Geschichte, aber da wird wohl nichts dran sein? Wenn ihr mögt, dann schreibt das mal in die Kommentare. Eure Meinung interessiert mich und da muss ich gleich nochmal etwas erwähnen, weil ich das in letzter Zeit wieder öfter gefragt wurde. Ich lese tatsächlich, ich würde mal sagen, 99,9% der Kommentare, weil ich die YouTube Studio App benutze und da wird mir jeder Kommentar, der neu reinkommt, angezeigt. Und das ist dann egal, ob es jetzt von einem neuen Video ist oder von einem Video, was 2 Jahre alt ist. Die Kommentare werden mir alle angezeigt. Es ist natürlich so, dass mir der ein oder andere sicher schon einmal durchgeht, wenn da auf einmal 40 Kommentare angezeigt werden, dass ich da vielleicht den einen dann mal nicht lese. Aber ich antworte natürlich nicht auf jeden Kommentar, das wäre ein bisschen viel, aber wie gesagt, lesen tue ich sie alle. Ja, wenn ihr dieses Video hier als Information okay fandet, dann lasst mir doch mal einen Daumen nach oben da. Dann freue ich mich, ihr wisst ja wo. Und ansonsten hoffe ich, wir hören und sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute für euch.